Hey ho Leute und willkommen zurück in der wunderbaren Welt von The Elder Scrolls Online, in der Welt von Tamriel, in der Welt von Vardenfell. So, ich guck mal auf die Karte, wo wir hin müssen. Wir sind immer noch in Vardenfell, ne? Ich kann mal kurz rauszoomen. Können wir jetzt eigentlich schon in eine andere Fraktion reisen? Ja, können wir. Wir können schon überall hin reisen. Okay, ist geil. Okay. Ich wollte auf die Karte gucken, weil hier hin. Spricht mit bla 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 oder geht zur... Nee, das liegt auf dem Weg. Gehen wir da doch hin, so. Steht hier oben, geht zum Ahnengrab oder sprecht mit meinen Tutti. Ich glaube, wir werden erstmal mit dieser wunderschönen Person da sprechen, denn... War wir da nicht letztens schon? Oder ich mit gerade? Egal, wir werden auf jeden Fall mit ihm sprechen. Hi, Kanonikerin Valassa. Hi. Fürst Vivek, stehe mir bei. Das war Azura, die Königin des Nachthimmels. Und ihr... Sie hat euch direkt angesprochen, Fremdländerin. Ich bin überrascht, dass die dädrische Fürstin Fürst Viveks Zorn riskieren würde, um eine Prophezeiung auszusprechen. Doch sie meinte, ihr wärt hier, um uns zu helfen. Ach ja, das war ja die Prophezeiung, die wir beim letzten Mal gesehen haben. Ich glaube, ich habe sogar aufs Thumbnail gepackt, wenn ich mich ganz irre. Azura hat, also die Göttin, die große Göttin Azura hat ja durch die eine Person da gesprochen. Aber was ist hier gerade geschehen? Ich kann es mir wirklich nicht erklären. Die Daedra-Fürstin Azura hat Besitz von dieser Frau ergriffen und durch sie gesprochen. Ich habe natürlich schon von solchen Fällen gehört, aber so etwas mitzuerleben... Sie sagte, etwas Böses würde über das Land kriechen. Ich frage mich, ob es etwas damit zu tun hat, was wir im Grabmal gesehen haben. Azura ist doch keine Daedra, oder? Ist Azura eine Daedra? Ich dachte immer, es wäre eine Aedra. Also eine von den Guten. Anscheinend nicht. Anscheinend ist es ein Daedra. Okay. Was war jetzt genau die Mission im Grabmal? Wir brauchten Hilfe bei einer Sache, die Fürst Vivek betrifft. Ich habe konkrete Fragen erhalten, die ich stellen sollte, während Levule sich auf die Beschwörung seiner Ahnen konzentrierte. Die Daedra haben diese Pläne zunichte gemacht, als sie über Urnsi herfielen und wir die Flucht ergreifen mussten. Die Daedra, was? Abscheuliche Kreaturen aus dem Reich des Vergessens. Man hört gelegentlich von einem Geist oder einem Vampirnest, aber niemals von Daedra. Bitte, falls sie immer noch dort sind, werden sie Kanoniker Levule in Stücke reißen. Er ist ganz sicher kein Krieger. Schaut euch nur an, was sie der Kriegswappenträgerin angetan haben. Was ist jetzt genau eine Kriegswappenträgerin? Das ist mir wirklich neu. Was eine Daedra ist, wusste ich, aber was ist eine Kriegswappenträgerin? Die Kriegswappenträger stellen einen der militärischen Orden im Tempel des Tribunals dar. Sie wollen Fürst Viveks Beispiel in Taten und Worten nachfolgen. Arme Urnsi, die Monster stürzten sich direkt auf sie. Ihr Blut rann wie Lava vom Roten Berg. Der Rote Berg? Das ist der Vulkan, oder? Oder irre ich mich da gerade? Woher kommt ihr? Die Kinder hören schon vom Roten Berg, bevor sie überhaupt nur vom Flint kosten. Der Berg liegt mitten auf Vardenfell. Gelegentlich zuckt er wie ein schlafender Nix, der sein Bein schüttelt. Doch in letzter Zeit scheint er aus seinem langen Schlummer zu erwachen. Okay, ich will mehr über Azura wissen. Über die Daedrarin Azura. Azura ist die grausame, aber weise daedrische Fürstin von Morgen- und Abenddämmerung. Sie ist eine der guten Daedra, was das auch immer heißen mag. Doch dass sie bereit war, durch eine Unschuldige zu sprechen, bedeutet, dass etwas Schreckliches geschehen wird. Warum sonst sollte sie riskieren, Fürst Viveks Zorn auf sich zu ziehen? Eine gute Daedra, alles klar, weil ich kann mich ja noch an Skyrim erinnern, also an das wunderschöne Spiel im Lande Himmelsrand. Da war ja Azura eine Person, die uns geholfen hat. Obwohl, wenn ich so darüber nachdenke, wir haben ja durch sie die Waffe Dämmerbrecher bekommen. Das ist ja auch ein daedrisches Artefakt. Also hätte ich schon ableiten können daher, dass es eine Daedra ist. Aber egal, da habe ich nicht weit genug gedacht. Also Fürst Vivek und Azura mögen sich nicht, ist das so? Was bringt man euch denn dort bei, wo ihr herkommt? Fürst Vivek ist ein lebender Gott. Azura ist nur die Erwartung von Sotasil. Vivek steht für Gegenwart und Zukunft, wohingegen Azura ganz klar für Vardenfells Vergangenheit steht. Also nein, sie mögen sich nicht. Fürst Vivek ist ein lebender Gott. Okay. Ihr kennt Fürst Vivek nicht? Einen der lebenden Götter des Dunmer-Tribunals? Ihr scheint neu hier in unserem Land zu sein, Fremdländerin. Doch die Zeit drängt.
Kanoniker Levule blieb zurück. Er wird Hilfe brauchen, wenn er in das Grabmal gelangen und Vivex Fragen stellen soll. Okay. Vivek ist ein lebender Gott. Beschreib mir das. Ja, einer der Göttermonarchen von Morrowind. Er ist der Kriegerpoet, der in einem prächtigen Palast in der Stadt Vivek lebt. Fürst Vivek hat uns auf diese heilige Mission geschickt, um Informationen von Kanoniker Levules Ahnen zu erbitten. Es bricht mir das Herz, dass wir ihn enttäuscht haben. Ja, komm drüber hinweg. Wir gehen jetzt in dieses Grabmal. Okay. Wenn wir uns jetzt hinbegeben. Was macht ihr hier eigentlich? Ja, gib an mit deiner Tetra-Spinne. Die habe ich auch. Trotzdem benutze ich sie nicht, weil das hier geiler ist. Eindeutig ist es geiler. Der Wolf der wilden Jagd. Oh, das ist schön. Okay, so. Warte mal. So, das mal wegmachen. Guck mal, Querfeld ein. Was ist das denn? Ein Nix-Ochse. Schön. Okay, lassen wir das so stehen. Wir müssen ja nicht alles hinterfragen hier. So. Sind wir hier richtig? Ich darf das Vivek nicht enttäuschen. Diese Monster, es ist so gefährlich. Was soll ich nur machen? Ah. Hat Kanonikerin Valasa euch geschickt? Mhm. Das hat sie doch, oder? Das heißt, sie hat es nach Sedanen geschafft. Vivek sei gepriesen. Werdet ihr mir helfen, meine Mission abzuschließen? Es wäre ein Sakrileg, wenn ich nicht das Grabmal meiner Familie betreten und Fürst Viveks Fragen stellen würde. Natürlich helfe ich dir, ins Grabmal zu gelangen und mit Dedra im Rücken und Pfeilen, die durch die Luft zischen, eure Fragen zu stellen, weil das ist bestimmt so extrem wichtig. Komm, stürzen wir uns in den Tod, gemeinsam. Wie die Heiligen sagen, das Tribunal sorgt stets für einen. Doch wir werden vorsichtig sein müssen. Dedra haben das Grabmal übernommen. Es dürfte schwierig werden, mit den Ahnen zu sprechen, während Monster einen auffressen wollen. Ich werde auch eure Hilfe brauchen, wenn wir die Beschwörungskammer erreichen. Was für Hilfe genau? Ich bin skeptisch. Während ich den Geist meiner Ahnen heraufbeschwöre und mich darauf konzentriere, die Verbindung aufrechtzuerhalten, müsst ihr die Fragen stellen. Er besteht darauf, dass wir genau diesen Wortlaut verwenden. Wir können hineingehen, wenn ihr bereit seid. Ich habe noch ein paar Fragen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe bereits kostbare Zeit verloren, weil ich die Wunden der Kriegswappenträgerin versorgen musste. Aber ich schätze, einige wenige Momente mehr lassen nun auch keinen Vulkan ausbrechen oder einen Meteor vom Himmel fallen oder so. Was darf ich euch sonst noch verraten, meine Freundin? Warum will Fürst Vivek jetzt genau, dass ihr in eure Ahnen herantretet? Warum? Ich bin mir nicht ganz sicher und es stand mir auch nicht zu, näher nachzufragen. Wenn einem ein lebender Gott etwas aufträgt, sagt man, ja, mein Herr. Bei den Fragen scheint es um die Zeit vor dem Tribunal zu gehen. Ich vermute, dass wir deshalb eine meiner schon lange toten Ahnen fragen sollen. Der Gott, Fürst Vivek, das ist doch bestimmt ein Pseudogott, als wenn das ein echter Gott ist, was mir nicht erzählt. Erzählt mir mehr über eure Ahnen. Nur wenige meiner Zeitgenossen verfügen über eine Koryphäe wie Farena Andrano im Hauptzweig ihres Stammbaums. Fürstin Farina lernte zu Füßen Sotasils und zählte zu seinen Gefährten, bevor das Tribunal an die Macht kam. Es sind eindeutig so viele Namen hier. Wer genau ist jetzt Sotasil? Wer ist Sotasil? Das ist ja so, als ob ihr fragen würdet, wer Vivek und Almalexia sind. Sie sind das Tribunal, die lebenden Götter der Dunmeer. Sotasil ist der Architekt der Zeit und der Banner des Reichs des Vergessens. Wenn ihr mehr wissen wollt, können wir uns unterhalten, wenn wir hier fertig sind. Okay, wir werden uns unterhalten, keine Sorge. Aber bevor wir noch wissen, was da für Kreaturen im Grabmal sind. Also wir wissen, das sind Dedra. Gibt es noch genauere Details? Nun, ich kann euch sagen, dass sie nicht hier waren, als ich den Toten das letzte Mal meine Aufwartung machte. Kanoniker Valasa glaubt, sie sind eine Art von Dedra, die alles tun werden, um uns an der Erfüllung von Fürst Viveks Willen zu hindern. Bis zu eurem Erscheinen war ich mir nicht sicher, was ich nun tun sollte. Okay, bin ich bereit. Komm, gehen wir rein. Mach mal. Ehe wir dort hineingehen und uns diesen Monstern stellen, wollte ich euch wissen lassen, wie sehr ich eure Hilfe in dieser Angelegenheit zu schätzen weiß. Verliert aber bloß nicht die Schriftrolle, die Fürst Viveks Fragen enthält. Nun komm, lasst uns meine Ahnen heraufbeschwören. Ich werde die Tür des Grabmals öffnen.
Ja, geh vor, du bist das Kanonenfutter, wenn was schief läuft. Folgt mir, aber seid vor diesem Daedra auf der Hut. Mhm. Ist okay. Okay. Das Andrano-Ahnengrab. Das Andrano-Ahnengrab. Okay. Die berühmte Andrano-Familie gehört seit Generationen zu den führenden Mitgliedern des Hauses Redoran. Das Hause Redoran. Ach, das kennen wir auch aus Skyrim, das Hause Redoran. Da wurde auch kurz davon abgelassen. Die Kreaturen griffen an, als wir die Halle des Andelns betraten. Hi, der hat schon die Halle hier geklärt. Kann das sein? Wahrscheinlich. Der läuft genau in die Richtung, wo wir hin müssen. Kannst du bitte weggehen? Ich will alleine questen. Danke. Da können wir nicht rein. Okay, dann müssen wir außen rum gehen. Alles klar. Schön. Okay. Go. Macht der nicht wirklich Schaden? Okay, ich teste mal weiter. Okay. Wir dürften jetzt keine Probleme haben eigentlich. Okay, da schippt noch ein Adler. Alter, dieser Veteranen-Dulli da drüben, ne? Der stört mich so extrem, die zwei Dullis da. Der Level 3er, für den finde ich okay, aber der Veteranen-Dulli soll sich verpissen. Ne, ohne Scheiß. Ich hasse es, wenn Leute, die wirklich deutlich über meiner Klasse sind, meine ganzen Feinde wegmachen. Bitte bleib einfach dort, wo der Pfeffer liegt. Danke. So. Versuchen wir die mal zu damagen, während die näher kommen. So, dann machen wir die fertig. Ja, das funktioniert ziemlich gut. Das ist eine gute Strategie. Ich würde auch durchaus mal kurz die Eisfertigkeit einsetzen. Das Eismantel. Damit wir ein bisschen mehr geschützt sind. So, easy. Kriegen wir hin. Ist so ganz easy. Warum kämpft dieser Tutti eigentlich nicht mit? Wie willst du hier bitte reinkommen? Ohne meine Hilfe wärst du hier nie reingekommen. Wo müssen wir eigentlich hin? Von da sind wir gekommen. Brauche ich nicht. Ich soll dich begleiten. Ja, aber wohin genau? Ist hier schon wieder jemand? Das ist ja unglaublich. Ja, wir sollen den Kanoniker Levinde begleiten. Tot. Hier sind viel zu viele Leute gerade. Ich will eine Solo-Sitzung. Ach, hier geht's runter. Ach so, sag mir das doch, Mann. Zwei Fertigkeitspunkte halten. Das war einmal ein so friedlicher Ort. Ich kam als junger Akolyt zum Meditieren hierher. Kind der Bucht. Aber die Fertigkeit kann man verändern. Das machen wir sofort. Aus da. Sturzflug könnten wir morphen. In schneidender Sturzflug kostet nun Ausdauer und skaliert mit eurem Waffenschaden und eurem maximalen Ausdauer. Das würde ich eigentlich ganz gerne machen. Erhöht den Schaden für weitere entfernte Ziele. Ich glaube, das aber auch Magiker. Okay, das machen wir. Ich will nicht zu viel auf Ausdauer gehen, weil wenn ich alles auf Ausdauer setze, dann habe ich meine kleine Ausdauer für die Zweihänderangriffe übrig. Okay, geil. Ja, greif mich an, ist okay. Ich werde dich vereisen, komm. Der Klippenläufer oder der Babydrache, wie wir es ja letztens genannt haben, der macht so extrem fucking viel Schaden. Das ist so schön. Hier sind wir noch leicht am Struggle mit meiner Kombinationsfertigkeit hier gerade zwischen zwei Händen und Hüterfertigkeiten, aber es funktioniert. Es funktioniert ganz gut. So, bringen wir auf jeden Fall den Rang. Darf ich jetzt bitte meine Sachen verwerten hier? Windeskette. Frostmantel. Weite Frostmantel. Verringert Kosten und größerer Radius. Quer durch kleineren Schutz. Wieso soll ich einen kleineren Schutz wollen? Komm, nehmen wir das hier. So, passt. Passt. Bist du hinter mir? Ja, ist okay. Komm, der hat doch überhaupt keine Chance. Ich meine, die Maskenträgerin hier. Die mache ich mit Fernkampf weg. Down. Easy. Lieber Herz, das nehme ich doch gerne mit. Kommst du? Ist schön. Okay, passt. Komm schon, das Grab mal kriegen wir in der Folge doch noch hin. Das ist doch easy. Wovon geht hier schon weiter? Siehst du mal. Ist alles voll mit diesen Datern. Alles voll geschissen. Hier sind mehr als ein paar Leute. Zwei. Nee, mehrere. Übeltäter. Okay, gehen wir mal auf den Übeltäter. Den hauen wir mal weg. Easy. So. Nein, das finde ich asozial. Du bleibst hier. Oh, scheiße. Ich darf nicht im Radius sein. Okay, ist schon down. Sehr schon geil, okay. Ja, weil der Veteran-Dulli hier ist. Ne, ist nicht der Veteran-Dulli. Der Level 3er, den finde ich okay. Aber der Veteran-Dulli braucht sich hier nicht bringen lassen.
natürlich, haben wir beide, beide die Hüterfertigkeit. Das ist auch ein neuer Hüter, schön. Okay. Dann wollen wir mal mit dem gehen. So. Sollte easy hinkriegen. Manchmal würde ich mir wirklich wünschen, dass man Verliese als Einzelverliese spielen kann. Denn ich finde das immer ein bisschen blöd, wenn man dann zu 10 reingeht und einfach keinen... Was ist das denn? Ich nehme einfach mal mit, weil ich nicht kenne. Und dann einfach keine Herausforderung hat in der ganzen Sache. Das finde ich manchmal ein bisschen blöd. Das finde ich wirklich manchmal ein bisschen blöd. Komm. Das brauchen wir nicht. Wollen wir jetzt hier nichts farmen oder so. Das finde ich doch manchmal ein bisschen blöd, ja. Egal, das ist ein Online-Spiel, das gehört dazu, das ist etwas Besonderes. So, down. Dankeschön. Rang 7 bei Tiergefährten. Geil, geil, geil. Ich glaube bei Rang 10, was ist Max-Rang? Ich glaube ab Rang 10 kann man schon die Ulti machen, oder? Beschwörungskammer. Ich beschwöre meine Ahnen herauf. Dann könnt ihr Vivex Fragen stellen. Okay, mach mal. Mach doch, komm. Ist das hinten für ein Dulli? Den check ich mal ab. Level 8er. Ist okay. Ist alles noch im Rahmen. Gegen normalen Spieler habe ich ja nichts, aber gegen die Veteranen-Dullis... Mein Fürst Vivek hat Fragen, die nur ihr beantworten könnt, meine Dame. Meine Begleiterin wird sie mit eurer Erlaubnis stellen. Der Kriegerpoet. Nun gut. Stellt Viveks Fragen. Wir dürfen reden mit der lieben Farena Andrano, okay. Stellt die Fragen des Kriegerpoeten, Fremdländerin. Fürst Vivek fragt, der Schlüssel zur Erhabenheit und dieser Weltherz. Was? Und dieser Weltherz. Was ist denn für ein Satz? Dieser Schlüssel zur Erhabenheit und dieser Weltherz. Okay, sollte ich spüren, dunkle Ahnungen, Scherz. Das klingt leicht wie ein sehr gezwungener Reim, als würde er reimen wollen, aber es nicht können. Ah, Fürst Vivek weiß einfach mit Worten umzugehen. Echt? Sagt ihm, er kann beruhigt sein. Das Herz ist sicher. Ich frage mich, warum ihm das Sorgen bereitet. Stellt die übrigen Fragen, denn meine Zeit hier ist knapp. Ah, Fürst Vivek fragt, der alte Feind, ist er zurück in dieser dreisten... Was? Der alte Feind, ist er zurück? In diesem dreisten, feigen Stück? Das sind so geschwollene Fragen. Ein alter Feind, ja. Aber nicht jener, den Vivek vermutet. Ah, Fürst Vivek fragt auch noch, wusste Sotasil auf seiner nie endenden Reise, dass unsere Göttlichkeit verblassen würde? Ey, das war ja, ey, geil, das war mal ein richtiger Satz. Schön. Sotasil malte sich zahlreiche Szenarien aus und bedachte unendlich viele Möglichkeiten. Er experimentierte sogar mit seiner Göttlichkeit und entzog ihr die Energie, um selbige zu untersuchen, ehe er sie wieder in sich zurückführte. Er sah einen Verlust kommen, doch erst, wenn der Tempel in sich einstürzt. Nun, zurück in den Schlaf. Ja, schlaf gut, Farena Andrano. Hoffentlich war es das, was Fürst Vivek brauchte. Lasst uns draußen sprechen. Also, wir laufen raus? Ey, lauf doch nicht so schnell. Achso, das ist da vorne jetzt schon der Ausgang. Achso, es gibt einen Hinterausgang. Warum sind wir nicht durch diesen Hinterausgang rausgegangen? Tja. Halle des Gedenkens. Ach, wir gehen so zurück, alles klar. Achso, wir sind jetzt hier rausgekommen. Alles klar, okay, dann gehen wir hoch. Das ist also dieser Ausgang, der war ja vorher verschlossen. Alles klar, okay. Wadenfell. Mir gefällt Wadenfell. Das ist eine schöne Geschichte. Ich habe auch die alte Hauptquest gefeiert. Ich weiß gar nicht, ob man die noch spielen kann, die Hauptquest mit dem Propheten. Aber ich denke mal schon. Das ist ja Elder Scrolls Online eigentlich. Ich glaube nicht, dass sie die komplette Hauptquest rauseditiert haben und durch dieses Wadenfell-Quest rein Gedings ersetzt haben. Das glaube ich eigentlich nicht. Obwohl es doch eine große Quest ist mit Göttern und so weiter. Also Dedra und Aedra und so weiter. Aber trotzdem, ich glaube es einfach nicht. Ich glaub's nicht. Mal gucken. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Wir werden auf jeden Fall auch bald irgendwann mal, ich weiß nicht, ob wir es zwischendurch mal reinschieben oder ob wir erstmal die komplette Questreihe hier fertig machen. Aber wir werden auf jeden Fall auch zum alten Kontinent zurückreisen, zu unserem Heimatkontinent, nach Auridon. So, Kanonika.
Kumpel. Hab Dank für eure Hilfe beim Abschluss meines Auftrags. Jetzt muss ich nach Vivec zurückkehren. Wart ihr schon einmal dort? Es ist toll. Stufenpyramiden, die sich aus dem Wasser erheben. Der Meteor, der am Himmel hängt. Ihr solltet mich dort treffen, damit ich euch Fürst Vivec vorstellen kann. Habt ihr jetzt eigentlich verstanden, was eure Ahnin uns gesagt hat? Unter uns gesagt, habe ich weder unsere Fragen verstanden, noch die Antworten, die wir erhalten haben. Nicht, dass ich damit gerechnet hätte. Manche Dinge sind nicht für sterbliche Geister bestimmt. Das ist noch ein Grund, weshalb ihr nach Vivec gehen solltet. Ihr könnt mir dabei helfen, zu erklären, was meine Ahnin gesagt hat. Ja, ich kann euch helfen, einen Bericht darüber abzugeben, was hier geschehen ist. Kann ich machen, ja? Hervorragend. Ich muss auf dem Weg in Sedanen halten, um nach meinen ursprünglichen Reisebegleitern zu sehen. Geht geradewegs in den Palast, sobald ihr Vivec erreicht. Ich treffe euch dann dort. Ich weiß, dass Fürst Vivec euch dafür belohnen wird, dass ihr mich unterstützt habt. Okay, dann treffen wir uns in Vivec. Ich komme gleich nach. Geht direkt in Fürst Vivecs Palast, sobald ihr Vivec erreicht. Sobald ihr dort seid, stelle ich euch vor und wir können dem Kriegerpoeten erzählen, was wir herausgefunden haben. Okay, ihr meintet, ich könnte euch mehr Fragen über das Tribunal stellen, sobald wir unsere Mission beendet haben. Das ist jetzt, also darf ich jetzt Fragen stellen? Natürlich. Wie ich schon sagte, besteht das Tribunal aus unseren drei lebenden Göttern. Vivec, Almalexia und Sotasil. Sie bieten uns in religiösen Fragen Führung und herrschen als Göttermonarchen der Dunkelelfen über die dunmerische Gesellschaft. Ich diene Vivec, ehre jedoch das gesamte Tribunal. Folgen alle Dunkelelfen diesem Tribunal oder gibt es da irgendwie Splittergruppen? Bedauerlicherweise nicht. Die Häuser der Dunmer beugen das Haupt vor dem Tribunal, doch die wilden Aschländer weigern sich, seine Göttlichkeit anzuerkennen. Die Ketzer haben nie zugelassen, dass sie in den großen Häusern aufgehen. Stattdessen halten sie an ihrem primitiven Aberglauben fest. Ach, die Aschländer. Okay. Betretet Vivecs Palast. Jetzt geht schon wirklich in den königlichen Palast von Fürst Vivec. Aber Leute, diesen Palast werden wir uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge widmen, denn ich bin schon viel zu lange am Aufnehmen. Die Folge ist schon wieder viel zu lang. Meiner Meinung nach. Egal, Leute, lasst auf jeden Fall konstruktive Kritik da und schreibt ein nettes Kommentar und lasst auf jeden Fall auch eine Bewertung, damit ich weiß, ob es euch gefallen hat oder eben nicht. Das ist dann eure Entscheidung. So, Rian sagt ciao, macht's gut und bis zur nächsten Folge von The Elder Scrolls Online. Morgen 14 Uhr, ihr wisst, wie es läuft. Tschüss!